Schönen guten Tag. Liebe Grüße hier aus dem Betzdorfer Rathaus. Ich hoffe, Sie verbringen einen schönen ersten Advent. Wie ich im letzten Video schon angekündigt habe, werde ich nicht nur vor unseren Sitzungen der Stadt Betzdorf darauf aufmerksam machen, sondern werde mich auch im Nachgang der Sitzung ganz kurz an Sie wenden und die wesentlichen Punkte, über die wir gesprochen haben, über die wir diskutiert haben, über die wir abgestimmt haben, ganz kurz berichten. Die Sitzung am 22. November des Haupt- und Finanzausschusses und auch des Bauausschusses war eine recht konstruktive Sitzung. Die ging über 3 Stunden. Das ist vergleichsweise eine sehr lange Zeit, in der wir diskutiert haben. Und ich würde gerne ganz kurz Stellung beziehen zu 4 Punkten, über die wir gesprochen haben. Am Anfang steht dann obligatorisch immer unter dem ersten Tagesordnungspunkt Mitteilungen. Unter Mitteilungen habe ich die Nachricht verkünden dürfen, dass der Bau unseres Kunstrasenplatzes oben am Bühl mittlerweile abgeschlossen ist. Da war mit dann zwischenzeitlich die technische Abnahme und da gibt es bis auf Kleinigkeiten nichts, was zu bemängeln war. Das ganze Projekt lief wirklich sehr, sehr gut und darf das jetzt an dieser Stelle auch nochmal nutzen, mich dafür ganz herzlich bei allen Beteiligten zu bedanken. Möchte nicht unerwähnt lassen, dass dieses ganze Projekt durch eine 90% Förderung des Bundes unterstützt wurde. Ohne diese 90% Zuschuss hätten wir das Ganze so nicht realisieren können. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Satzung über die Erhebung von den wiederkehrenden Beiträgen. Das war der Punkt, über den wir am längsten gesprochen haben. Wir hatten hier juristischen Beistand. 2 Juristen, 2 Anwälte haben uns hier beraten. Wir sind die gesamte Satzung einmal durchgegangen. Und es ist dann jetzt zukünftig so, dass wenn Straßen ausgebaut werden, dass dann nicht nur die Anlieger der jeweiligen Straße sich an den Kosten beteiligen müssen, sondern dass die Stadt Betzdorf in Abrechnungsgebiete eingeteilt wird und sämtliche Besitzer von Immobilien, von den Häusern müssen sich dann an diesen Kosten beteiligen. Die Stadt Betzdorf wird sehr wahrscheinlich aufgeteilt in 6 verschiedene Abrechnungseinheiten. Wir haben jeweils die beiden Gewerbegebiete am Rangierablaufberg und auch oben Dauersberg 2. Dauersberg selber wird eine Abrechnungseinheit sein. Wir werden den Molsberg haben, wir werden den Strutthof haben und als 6. Abrechnungseinheit und damit auch größte Betzdorf Zentrum. Darin sind unter anderem die Innenstadt enthalten, der Engelstein, Betzdorf Bruche. Bei dem Tagesordnungspunkt 7, Festlegung der Realsteuerhebesätze, da konnte man sich im Ausschuss noch nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Man hat gesagt, wir warten jetzt erstmal den Landesgesetzgeber ab. Und dieses Gesetz zum Finanzausgleich wurde diese Woche dann in Mainz auch verabschiedet. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass wir dann in der Sitzung am 20. Dezember im Stadtrat dann die Erhöhung beschließen müssen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, wir müssen ab dem kommenden Jahr den Haushalt ausgleichen. Und man hat sich darauf geeinigt, dass die Steuerhebesätze dem Bundesdurchschnitt angehoben werden müssen. Und das betrifft natürlich die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B. Hier können Sie sich auf eine deutliche Erhöhung oder müssen sich auf eine deutliche Erhöhung schon einstellen. Als letzten Punkt, das war der Tagesordnungspunkt 10, das war die Erstellung einer Förderrichtlinie. Hier gab es super Input aus den einzelnen Fraktionen. Dieser Input wird jetzt gesammelt, wird sortiert und dann werden wir versuchen, daraus eine eigene Satzung zu konstruieren. Ich kann jetzt auch schon ankündigen, eine sogenannte Gießkannenförderung wird es nicht geben. Es wird einzelne Vereine geben, wie zum Beispiel unsere Aktionsgemeinschaft oder auch die Musikgemeinde. Unsere Stadtkapelle werden jährlich Zuschüsse bekommen und alle anderen Vereine werden dann einen Antrag stellen müssen an die Stadt. Und der Haupt- und Finanzausschuss wird dann zukünftig dann darüber abstimmen, in welcher Höhe man sich an den potenziellen Projekten beteiligen möchte und auch kann. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen Input von mir mitnehmen. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Sonntag, einen schönen ersten Advent. Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie mir gesund.